Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein kleines Update zu dem Video von eben gerade oder dem Vorgängervideo, bei dem es um Python Packaging ging. Eine Sache, die ich da noch vergessen hatte zu erwähnen, war, ja, was mache ich jetzt, wenn ich so ein Editable Package installiert habe und ich bin mit meiner Entwicklung fertig und möchte es wieder loswerden? Ganz normal, ihr könnt sagen, pip uninstall Kodima Package, fragt euch noch, seid ihr sicher? Ja, zack, weg ist es. Problem erledigt. Ansonsten, worum es jetzt in diesem Video noch eben ganz schnell gehen soll, ist, wie wir das Kodima Package, das wir eben gerade besprochen haben, als Git Repository auf GitLab hochladen könnt. Dazu neues Repository, create blank project und dann nennen wir es Kodima Project. So. Simplistic and minimal Python Package. Einfaches und minimales Python Package public. Ganz wichtig, da wir wollen kein leeres Git Repository erzeugen, das wir dann langsam befüllen können. Also wir wollen nicht es erst online erzeugen, auf den Computer klonen und dann befüllen, sondern wir haben ja schon hier einen Ordner mit ganz viel drin. Also in dem Fall Initialize Repository with a README auf gar keinen Fall. Klick drauf, darf nicht sein. So, Create Project. Zack, da ist das leere Projekt. Dann könnt ihr hier auf Clone gehen. Entweder Clone mit HTTPS oder Clone mit SSH, wenn ihr ein SSH-Key bei eurem Account auf GitLab hinterlegt habt, was bei mir der Fall ist. Fragt gerne in den Kommentaren, wenn ihr sehen wollt, wie das geht. Aber nichtsdestotrotz. Also ich habe jetzt mir hier den, habe mir hier jetzt da diesen Link kopiert. Dann kann die Webseite erst einmal weg. Wir brauchen jetzt wieder die Konsole. CD got, CD git, personal projects. So, da ist jetzt immer noch das Kodima Package drin. Dann gehen wir in das Kodima Package rein und jetzt sagen wir git init. Damit ist ein Git Repository in diesem Kodima initialisiert worden. Also der Kodima-Ordner ist jetzt ein Git Repository. Und er sagt uns jetzt, es gibt noch keine Commits, aber es gibt die folgenden bis jetzt noch nicht hinzugefügten Files. Git ignore, license, license additional, README, der Ordner, der Ordner, der Ordner. Also alles, was da drin ist. Nichts davon ist bis jetzt offiziell dem Git Repository hinzugefügt worden. Das kann man jetzt also git add, was weiß ich, fangen wir mit der License an und dann gehen wir weiter mit der Additional Nodes. So, das ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen ätzend, so viele Files auf einmal alle einzelne zufügen zu müssen. Das muss nicht. Man kann auch sagen git add dot. Dann wird einfach alles hinzugefügt und jetzt sagt er, okay, ja, das Folgende ist irgendwie alles neu. Das ist jetzt vorbereitet, um committed zu werden. Also sagen wir git commit minus M. So, Initial Commit. Wumms. Und damit ist es jetzt alles Teil des Master Branch unseres Git Repositories. Und jetzt gehen wir eben noch hin und sagen Git Remote Add. Also wir wollen jetzt sagen, okay, es gibt ein spiegelgleiches Git Repository oder ein weiteres Git Repository, mit dem man sich spiegelgleich machen soll. Das ist remote, also nicht auf dem Computer. Wir sagen add und geben dem einen Namen, typischerweise und empfohlenerweise dann, wenn es das erste und vor allen Dingen auch das einzige remote Git ist, das wir adden, dann nennen wir es Origin. Ja, also git remote add, genannt Origin, unter dem Link, den wir vorhin kopiert haben. Ja, so, Origin, git at gitlab.com, Kodima Berlin, Kodima Project, git. Und da stelle ich gerade fest, ich habe einen klitzekleinen Fehler online gemacht. Aber macht nichts, am besten vorher, könnte man auch danach, aber am besten vielleicht vorher beheben. Der Fehler, den ich gemacht habe, dazu gehen wir hier, Advanced Transfer Project, richtig. Das hätte unter Coding Math on YouTube sein sollen. Jetzt verlangt er von mir, das den Projektnamen nochmal hinzuschreiben zur Bestätigung, Confirm. So, und wenn ich jetzt nämlich wieder unter meine Projects gehe, Your Projects, das wurde ich noch per E-Mail informiert.
Gehe ich unter meine Projects, Event of Code, Kdema Project hier. Und jetzt ist hier oben der Link ein bisschen anders. Dann kann ich hier auf das Clone wieder drauf gehen, kopiere ich mir den Link. Git Remote. Lösche den, füge den neu ein. Jetzt steht da nämlich hier Coding Math on YouTube. Damit ist jetzt das Remote hinzugefügt. Und jetzt kann ich sagen, Git Push Origin oder Git Push, weil es nur ein Remote gibt. Daraufhin wird er mir genau sagen, vielleicht möchtest du, sagt hier, Fatal, the current branch has no upstream branch. Das ist richtig. Also online gibt es noch keinen Branch. Beziehungsweise, und hier offline gibt es den Master Branch. Und jetzt müssen wir ihm noch mitteilen, dass der Master Branch offline auch auf dem Remote ein Master Branch erzeugen soll und sich mit diesem quasi gleichschalten. So, und haben wir gesagt. Und dann wird jetzt das Git Push nochmal neu ausgeführt. So, und jetzt steht da nämlich New Branch ist online angelegt worden. Der Master Branch und der lokale Master Branch ist jetzt auf den Remote Master Branch drüber geschrieben worden. Und damit sind wir jetzt hier fertig, können die Seite aktualisieren. Zack. Und da ist jetzt das Kodima Package auf gitlab.com. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Video und ciao, ciao.